heiße Helena und heute gibt es den scharfen Senf zu dem Film Veronika beschließt zu sterben. Fangen wir mal an, ganz kurz zu den Daten. Also der Film ist eine Literaturverfilmung und der ist jetzt nicht ganz neu, der Film. Also der ist jetzt, der läuft jetzt schon was länger. Ich habe ihn jetzt nur so spät angeschaut. Ja, ich weiß auch nicht, es hat mich überhaupt gar nicht gereizt, mir den überhaupt anzugucken. Und eine Freundin hat mich dann letztendlich doch überredet. Und weil es halt mein erstes Video hier auf YouTube ist, dachte ich mal, ich bringe einfach jetzt den Film, beziehungsweise die Kritik zum Film, den ich mir als letztes angeschaut habe. Also, demnächst wird es halt die Kritiken zu den neuesten Filmen geben. Vielleicht auch zu den DVDs, die dann rauskommen, je nachdem, mal schauen. Kommen wir jetzt erstmal zu diesem Film. Und zwar, ganz kurz zu der Hauptdarstellerin, Sarah Michelle Gellar, spielt wirklich sehr gut. Also, jeder kennt sie aus Buffy, die Dämonenjägerin, hieß das, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Jeder kennt sie von damals und ich habe mir das immer angeschaut. Ja, aber ich glaube, ist das ihre erste, das ist doch ihre erste ernste Rolle, dramatische Rolle, oder? Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher, ich meine aber schon. Ich habe keinen Film gesehen, wo sie irgendwie so eine ähnliche Rolle gespielt hätte. Aber wenn es jemand von euch ganz genau weiß, dann schreibt es mir bitte in die Kommentarbox unten. Ja, zu den anderen Schauspielern kann ich jetzt nicht wirklich was sagen, weil ich, ja, irgendwie habe ich da überhaupt gar nicht drauf geachtet, ehrlich. Normalerweise achte ich da drauf, aber ne, diesmal habe ich da überhaupt gar nicht drauf geachtet. Die sind mir nicht positiv, nicht negativ aufgefallen, gar nicht eigentlich. Also kommen wir jetzt einfach mal zu der Handlung, denn zu den Schauspielern, wie gesagt, da gibt es nicht mehr zu sagen. Zu der Handlung. Zu der Handlung werde ich auf meinen Kritiken immer nur so viel sagen, wie ich selber wusste, bevor ich mir die Filme angeschaut habe. Bevor ich in diesen Film reingegangen bin, wusste ich wirklich nur so viel, wie der Titel eigentlich verrät. Man liest den Titel, Veronika beschließt zu sterben, und man denkt sich, ja, da ist eine Frau, die ist todunglücklich mit ihrem Leben anscheinend, und die möchte unbedingt ihrem Leben ein Ende setzen. Das dachte ich mir. Ich fand dieses Thema an sich sehr interessant, und deswegen habe ich mir dann doch irgendwie angeschaut. Also ich fand einfach so, ja, aus diesem Thema kann man wirklich was machen, habe ich mir dann gedacht. Also habe ich mir ihn angeschaut. Wie gesagt, mehr zu der Handlung verrate ich nicht, mehr wusste ich damals auch nicht. Kommen wir einfach zu meinem Fazit oder beziehungsweise meiner Meinung erstmal. Der Film ist, ich würde nicht sagen grottenschlecht, ja, das wäre dann ein Tick zu schlimm, zu negativ ausgedrückt, aber der Film ist tatsächlich kein Erfolg gewesen. Also, der ist echt miserabel. Ich habe also, ganz kurz, ja, ich bin zweimal fast eingeschlafen. Ich glaube, das sagt alles, oder? Ich schlafe sonst nie bei einem Film ein. Ich bin wirklich einmal ganz weggenickt. Ja, mein Freund musste mich wecken. Da hieß es dann, Schatz, hallo, guckst du den Film nicht mehr? Ja, da habe ich auch gedacht, okay, wenn ich jetzt eingeschlafen bin, ja, dann brauche ich mir eigentlich gar nicht zu Ende gucken. Aber habe ich ja doch gemacht. Ich habe ihn zu Ende geguckt. Und ich muss sagen, manchmal war ich echt kurz davor, irgendwie schreiend rauszulaufen, weil der zog sich an manchen Stellen, also wie ein Schweizer Käse, ja. Die hätten da echt nicht noch mehr reinpacken können. Das war die oberste Grenze. Und selbst das war irgendwie zu viel. Ja, ich weiß nicht, das. Ich weiß ja auch gar nicht, was sie sich alle dabei gedacht haben. Ganz kurz, wer hat das Buch dazu gelesen? Das würde mich mal interessieren. Wer das Buch gelesen hat, bitte unten kommentieren, wie das Buch war. Denn die ganze Zeit frage ich mich eigentlich nur eins, und zwar, lag das jetzt am Buch selbst, an der Idee, also irgendwie an dem Buch, wie das geschrieben war, oder lag das an der Umsetzung? Mein Gefühl sagt mir, es ist die Umsetzung, denn meistens ist es ja so, ne? Meistens ist irgendwie das Buch total toll und spannend und interessant und man möchte gar nicht aufhören zu lesen. Und dann kommt da irgendein Heini dahergelaufen. Okay, in dem Fall war es jetzt kein Heini, aber trotzdem. Verfilmt dieses Ding und setzt es in den Sand, ja? Ja, also ich meine, es lag einfach in der Umsetzung. Aber ich habe mich entschieden, das Buch mir im Frühjahr zu holen. Also ich hole mir das Buch. Und dann werde ich nochmal irgendwie so ein kurzes Video drüber drehen und einfach mal sagen, ob das jetzt meiner Meinung nach am Buch auch lag oder nicht, wie auch immer. Ja, aber Leute, diesen Film, also, ja, den braucht ihr euch echt nicht angucken. Da gibt's, also, ich hätte ja in diesen eineinhalb Stunden, hätte ich ja lieber joggen gehen können, ne? Ja, das hätte mir genauso viel irgendwie Spannung gebracht und so. Ja, ehrlich. Naja. Geht lieber, weiß ich nicht, guckt euch was anderes an oder macht was anderes, aber guckt euch diesen Film echt nicht an. Also,
Das ist meiner Meinung nach einer der schlechtesten Filme dieses Jahr. Ehrlich. Und ich habe gar nicht so viele schlechte Filme gesehen. Also normalerweise gibt es dann schon ein paar mehr, die irgendwie nicht so toll waren. Aber dieses Jahr bin ich da echt gut drum rumgekommen und das war einer der wenigsten. Gut, das war es jetzt erstmal zu diesem Film. Ich glaube, mehr braucht man dazu wirklich nicht sagen. Von 5 Sternen würde ich diesem Film einen geben. Und zwar einfach nur für die gute Story. Man hätte echt was draus machen können, ehrlich. Ja gut, haben sie nicht gemacht, ne? Kann man auch nichts dran erinnern. So, und dann sage ich mal ganz kurz was zu, zu dem hier allgemein, zu meinem Kanal. Das ist mein erstes Video. Wie ihr merkt, seht, hört, wie auch immer. Ja, man kann mich nur hören, sehen könnt ihr nichts. Ganz einfach, weil ich keine Kamera habe. Ja, ich habe keine Cam. Sobald ich mir eine holen werde, ich kann es allerdings nicht abschätzen, wann das sein wird. Ja, das liebe Geld, ne Leute, ihr wisst Bescheid. Aber sobald ich mir eine holen werde, kaufen werde, geschenkt bekommen werde, wie auch immer, wird es auch richtige Videos geben. Anführungszeichen richtige Videos mit Bild, ne? Ihr versteht schon. Bis dahin werdet ihr mich dann quasi nur hören. Denkt euch, wie auch immer, ob ich rote, blaue Haare habe, wie auch immer. Macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß auf meinem Kanal. Und ja, kommentiert fleißig, denn eigentlich am meisten interessieren mich eure Meinungen. Also ich möchte mich da austauschen. Das ist eigentlich so meine Intention hier. Gut, dann verabschiede ich mich mal. Mal sehen, wann das nächste kommt. Vielleicht heute noch das nächste Video oder morgen oder übermorgen. Mal sehen, wie mir was die Zeit so bringt, ne? Gut, bis dahin, eure Helena. Tschüss!